Wenn man unter Videospielern eine Umfrage machen würde, wen man am ehesten mit der Halo-Serie verbindet, so würde sicher am häufigsten der Master Chief genannt werden. Schließlich war der grüne Supersoldat in den ersten drei Teilen der unumstrittene Hauptdarsteller der Xbox und Xbox 360 exklusiven Serie. Doch in den letzten Spielen hatte sich der Master Chief rar gemacht. Sowohl in Halo 3 ODST wie auch in Halo Reach suchte man den grünen Krieger vergeblich. Jetzt gibt es in Halo 4 für die Xbox 360 endlich die Rückkehr. Der neue Entwickler 343 Industries versucht der Serie einige neue Impulse zu geben. Ob das gelingt und ob der Master Chief bei seinem Comeback richtig rocken kann, verraten wir in unserem Testvideo. Die Geschichte von Halo 4 setzt knapp 4 Jahre nach den Ereignissen von Halo 3 an. Das halbzerstörte Raumschiff Forward Unto Dawn trudelt durchs All. An Bord schlummert der Master Chief friedlich in seiner Kryokammer, in die er sich nach Teil 3 und der Rettung der Menschheit verkrochen hatte. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als plötzlich Strahlen das Schiff scannen. Die KI-Begleiterin des Chiefs, Cortana, wittert Gefahr und weckt den Supersoldaten. Aufwachen, Chief. Ich brauche Sie. An Bord des Schiffes stolpert er gleich zu Beginn über Truppen der Allianz-Aliens, die sich doch eigentlich mit den Menschen verbündet hatten. Und als wäre das nicht schon genug, wird die Forward Unto Dawn auch noch auf einen riesigen Planeten gezogen, den Blutsväterplaneten Requiem. Dort aufgeschlagen, muss der Chief nicht nur irgendwie nach Hause finden, sondern sich vor allem auch mit einer neuen Gegnerrasse herumschlagen. Den Prometheanern. In dieses ganze Chaos stürzt im wahrsten Sinne des Wortes auch noch die UNSC Infinity, das größte Schlachtschiff der Menschen, und auch hier sind die Rettungskräfte des Master Chief gefragt. Mayday. Hier spricht der Captain der UNSC Infinity. Ein unbekanntes Wesen hat die Kontrolle über unser Schiff. Es gibt also eine ganze Menge zu tun für den Halo-Helden. Die auf insgesamt 8 Kapitel angelegte und mit knapp 5 Spielstunden viel zu kurze Kampagne hat einen ordentlichen Spannungsbogen und wird in technisch hervorragenden Zwischensequenzen erzählt. Die Geschichte kommt nach circa einem Drittel des Spiels richtig in Fahrt. Dabei stehen vor allem die Beziehung zwischen Cortana und dem Master Chief sowie die Bedrohung durch das in der Werbung viel zitierte uralte Böse im Vordergrund, das, oh Wunder, die Menschheit auslöschen will. Eine epische Hintergrundgeschichte sollte man zwar nicht erwarten, für einen Shooter kann sich die Story aber durchaus sehen lassen. Halo 4 ist genau wie seine Vorgänger ein actiongeladener Ego-Shooter, in dem ihr den Master Chief durch relativ lineare Gebiete steuert, Aufträge erfüllt und ziemlich viel ballert. Die Missionsziele sind dabei shootertypisch sehr simpel gehalten, denn eigentlich müsst ihr meistens entweder eine bestimmte Zone sichern, etwas zerstören oder auf einen Knopf drücken, der dann irgendetwas aktiviert. Wichtig bei Halo 4 ist das Meistern der 3 Halo-typischen Disziplinen: Schusswaffen, Granaten und Nahkampf. 343 Industries hat bei den Grundsätzen also nichts geändert. Dafür gibt's aber ein paar neue Elemente, die vor allem der Inszenierung gut tun. Zum Beispiel die Quicktime-Events. An manchen Stellen müsst ihr einen bestimmten Knopf auf dem Controller drücken, um zum Beispiel eine Tür aufzustemmen oder ein Alien zu überwältigen. Apropos Aliens. Von denen gibt's nicht nur die fast schon klassischen Allianzler wie Grunts oder Eliten, vielmehr sind es die neuen Prometheaner, die für Abwechslung und ordentlich Feuer bei Halo 4 sorgen. Die Prometheaner gibt es in 3 verschiedenen Varianten. Die Crawler greifen bevorzugt in der Gruppe an und sollten schnellstmöglich erledigt werden. Wesentlich gefährlicher sind die Springer. Die machen ihrem Namen alle Ehre und können sich über das Schlachtfeld teleportieren. Richtig gefährlich sind sie aber in Kombination mit den Wächtern, die nämlich schützen die Springer mit einem Schild oder schleudern Granaten zurück. Deshalb heißt es meistens, erst einmal die Wächter ausschalten, bevor man dann mit den Springern und Crawlern weitermachen kann. Der Schwierigkeitsgrad von Halo 4 hat im Vergleich zu Halo Reach noch einmal etwas angezogen. Insbesondere auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Legendär gibt es einige Stellen, die zum Haare raufen schwierig, aber niemals unfair sind. Für bessere Chancen im Kampf gegen Allianz und Prometheaner sammelt ihr im Verlauf der Kampagne verschiedene Rüstungsfähigkeiten, von denen sich allerdings immer nur eine einsetzen lässt. Darunter zum Beispiel der Hartlichtschild, den man perfekt gegen Feindfeuer nutzen kann.
Oder die Promethean Vision, die Feinde durch Wände und Nebel hindurch sichtbar macht. Oder aber auch das automatische Geschütz, das euch begleitet und selbstständig Gegner angreift. Neben den neuen Fähigkeiten gibt es natürlich auch noch jede Menge neuer Waffen. Hier mal eine kleine Auswahl. Die neuen Gadgets und Waffen fügen sich prima ein, auch die hervorragende Steuerung wird dadurch nicht komplexer, als man es von der Serie gewohnt ist. Man hat jederzeit die perfekte Kontrolle über das Geschehen, durch den standardmäßigen Sprintknopf ist der Chief jetzt außerdem auch deutlich flinker unterwegs. Ganz Halo-typisch gibt's zwischendrin auch immer mal wieder Fahrzeugeinlagen, bei denen der Chief die unterschiedlichsten Vehikel entert und gegen die Allianz und die Prometheaner in die Schlacht zieht. Darunter viele alte Bekannte, wie zum Beispiel der Warthog, der Ghost oder auch der mächtige Scorpion-Panzer. Völlig neu im Halo-Fuhrpark ist dagegen der Mantis-Mech. Der ist mit Maschinengewehr und Raketenwerfern nicht nur üppig bewaffnet, sondern auch ziemlich flink auf den Beinen und fügt sich insgesamt prima ins Gesamtbild ein. Wer damals die Mech Assault-Spiele auf der ersten Xbox gespielt hat, weiß ungefähr, wie sich der Mantis spielt. Die Fahrzeugeinlagen lockern die Shooter-Abschnitte immer wieder an den richtigen Stellen auf, sodass keine Langeweile aufkommt. Die Fahrzeugsteuerung funktioniert wie immer bei den Halo-Spielen mit den beiden Sticks. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Alles in allem spielt sich Halo 4 genauso hervorragend und eingängig, wie man es seit Teil 1 von der Serie gewohnt ist. Überraschungen beim Gameplay gibt es dabei kaum, bis auf die neuen Gegner, die neuen Fahrzeuge und die neuen Waffen ist eigentlich alles beim Alten geblieben, was aber wohl das größte Kompliment ist, was man den Entwicklern machen kann. Kampagne hin, Master Chief her, das eigentliche Herzstück von Halo 4 ist der Mehrspielermodus. Und da gibt's für Multiplayer-Freunde genug Möglichkeiten, um sich mit Halo 4 spaßig die Zeit zu vertreiben. Anfangs erstellt man sich seinen eigenen Spartan-Soldaten aus diversen Rüstungsteilen, legt Farben und Logo fest und hat dann die Wahl, entweder im klassischen Mehrspielermodus oder im neuen Spartan-Ops-Modus in die Schlacht zu ziehen. Spartan Ops ist dabei quasi eine zweite Kampagne mit einer eigenen Geschichte, die wiederum aus einzelnen Missionen besteht. Anfangs gibt es 5 davon zur Auswahl, danach folgen jede Woche weitere 5 Aufträge. Alle Missionen lassen sich sowohl alleine wie auch kooperativ spielen, vor allem zusammen mit Freunden ist Spartan Ops ein echter Spaßbringer. Die einzelnen Aufträge sind jeweils knapp 10 bis 15 Minuten lang und haben unterschiedliche Ziele. Mal müsst ihr ein bestimmtes Gebiet sichern, dann wieder ein wertvolles Artefakt bergen. Die Spielmechanik funktioniert dabei ähnlich wie bei der Kampagne, die ihr übrigens auch mit bis zu 4 Leuten spielen könnt. Spartan Ops verspricht mit den wöchentlich neuen Inhalten jede Menge Langzeitmotivation und ist eine prima Ergänzung im Halo-Mehrspieler-Portfolio. Der klassische Gegeneinander-Mehrspieler-Modus ist ebenso umfangreich. Auf 13 unterschiedlichen Karten geht es in einer ganzen Reihe von Spielvarianten zur Sache. Modi-Klassiker wie Team Slayer oder Capture the Flag sind genauso am Start wie neue Varianten, darunter Dominion, indem ihr bestimmte Punkte auf der Karte halten müsst. Völlig neu ist in Halo 4 das Klassensystem, mit dem ihr euren Spartan komplett mit Erst- und Zweitwaffe, Granaten sowie verschiedenen Perks ausrüstet. Das gibt dem Spiel deutlich mehr taktische Freiheiten und vor allem auch Abwechslungsreichtum, da jeder so spielen kann, wie es seinem Stil entspricht. Für absolvierte Matches gibt es Erfahrungspunkte, die ab einer bestimmten Zahl in einem neuen Level resultieren, für das es dann wiederum neue Rüstungsteile, Perks oder Waffen gibt. Dieses System erinnert ein wenig an Call of Duty, zumal es auch Waffen-Challenges und Herausforderungen gibt und tatsächlich hat sich der Mehrspielermodus auch in diese Richtung entwickelt. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil, das dynamische Halo-Mehrspielergefühl ist immer noch vorhanden. Nur eben mit ein paar kleinen Änderungen, darunter auch im Mehrspieler die standardmäßige Sprinttaste oder die Möglichkeit, Waffen ab einer bestimmten Punktzahl anzufordern. Mit der Schmiede gibt euch 343 Industries zusätzlich auch noch einen umfangreichen Karteneditor an die Hand, mit dem ihr schnell eigene Maps kreiert und dann über Xbox Live mit Freunden teilt. Die Auswahl an Bauteilen ist dabei sehr groß und vor allem die Nutzbarkeit ist im Vergleich zu Halo Reach noch einmal deutlich besser, da 343 kleine Feinheiten wie zum Beispiel eine Magnetfunktion eingebaut hat, mit der Objekte automatisch aneinander haften.
Die kurze Spielzeit der Kampagne macht der Mehrspielermodus also mehr als wett und er schlägt den Spieler anfangs sogar etwas mit dem schieren Umfang, auch wenn dieses Mal der Firefight-Modus fehlt. Wer die Spieldauer von Halo 4 in schwindelerregende Höhen schrauben will, sollte unbedingt im Multiplayer-Bereich vorbeischauen. Technisch schiebt sich Halo 4 mit Leichtigkeit in die Spitzenriege der Xbox 360-Spiele. Requiem ist eine sehr atmosphärische Spielwelt, die nicht nur viele abwechslungsreiche Schauplätze, sondern auch einige Effekte und andere optische Feinheiten zu bieten hat. Die grellen Farben der bisherigen Teile wurden etwas zurückgefahren, trotzdem ist Halo 4 immer noch einer der bunteren Ego-Shooter, hat aber dank des modifizierten Stils mehr Science-Fiction-Charakter denn je. Die Texturqualität ist durchgehend sehr hoch, in den Levels gibt es einige Details zu bestaunen und vor allem die Plastizität, wie hier bei diesen Felswänden, ist enorm hoch. Dadurch entsteht der Eindruck einer organischen Spielwelt, die durch die Animation und Gestaltung der Gegner abgerundet wird. Zudem läuft das Geschehen stets ruckelfrei über den Bildschirm. Und richtige optische Wow-Momente gibt es natürlich auch wieder. Beim Sound gibt es ebenfalls nur Positives zu vermelden. Die Soundkulisse ist gut abgemischt, sehr atmosphärisch und zieht euch schnell in die Blutsväterwelt von Requiem hinein. Das fängt bei den Schreien der Prometheanern an und zieht sich bis hin zu wuchtigen Explosionen und Umgebungsgeräuschen. Vor allem die Waffensounds sind klasse. Hört euch zum Beispiel mal das hier an. Oder das. Oder auch das. Sogar die deutsche Sprachausgabe ist dieses Mal gelungen. Gab es in bisherigen Halo-Spielen eher unmotivierte Sprecher, hört sich die Synchronisation jetzt deutlich besser an. Sowohl der Master Chief wie auch alle anderen Charaktere sind hervorragend besetzt und vertont. Her mit dem Chip. Der Didaktiker muss aufgehalten werden. Wenn Sie es nicht tun, dann tue ich's. Halo 4 schafft es, sämtliche Erwartungen zu erfüllen. Die leider sehr kurze Kampagne mit dem Master Chief ist klasse inszeniert, hat ein paar Überraschungen zu bieten und dank der Prometheaner, der neuen Waffen und natürlich auch der neuen Spielwelt Requiem auch genug Eigenständigkeit, um sich von seinen Vorgängern abzuheben. Die Gefechte mit Prometheanern und Allianz spielen sich hervorragend, wie man es von der Serie gewohnt ist. Überhaupt haben es die Entwickler geschafft, das wunderbare Spielgefühl der Vorgänger unangetastet zu lassen und mit ein paar kleinen Details wie den neuen Rüstungsfähigkeiten zu verfeinern. Wer keine Revolution bei Story oder Spielablauf erwartet, bekommt ein hervorragendes Halo-Spiel, das alle Stärken der Serie in sich vereinigt. Der fantastische Mehrspielermodus packt da nochmal eine ganze Schippe obendrauf und bietet mit dem neuen Klassensystem, dem umfangreichen Spartan Ops Modus und dem schieren Umfang mit zig Karten, Playlists und dem Karteneditor Spielspaß für Monate, wenn nicht sogar Jahre. Damit ist Halo 4 eine mehr als würdige Fortsetzung und ein Pflichtkauf für alle, die auf Ego-Shooter im Allgemeinen und Halo im Besonderen stehen. Wir kriegen das hin.